bei zügiger Abarbeitung nicht nur alles zu schaffen, sondern auch vielleicht ein bisschen eher fertig zu sein. Gut. Machen wir weiter mit 20.1, Petition Beförderung von Anwohnerinteressen bei der Errichtung und dem Betrieb der Containersiedlung in Sporwitz. Es ist hier ein Ersatzungsantrag AfD vorliegend, an ein Rederecht vorliegend mit Herrn Westfeld, sonst erstmal keine weiteren Wortmeldungen. Ich würde vorschlagen, wir bringen erstmal den Ersatzungsantrag ein und dann das Rederecht für Herrn Westfeld. AfD, bitte. Ja, wir wollen ja wissen draußen, worüber wir reden dann. Okay, dann machen wir es andersrum. Also Herr Westfeld, bitte. Herzlich willkommen. 5 Minuten Redezeit für Sie. Und Sie haben das Wort, bitte schön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Gäste. Vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen das Anliegen unserer Petition für Anwohnersicherheit zu erläutern. Das traurige Thema Sicherheit bespricht man nicht locker bei einem Glas Rotwein. Zur ungesteuerten Einwanderung lesen wir nicht selten empörte Kommentare, die vermutlich mit beiden Mittelfingern eingetippt wurden. Deshalb danke für Ihre Bereitschaft, weil es wichtig ist für den Frieden in unserer Stadt. Die Erarbeitung eines Sicherheitskonzepts für die Containersiedlung Sporwitz kann nach unseren Vorstellungen sinnvoll nur im Rahmen eines umfassenden Bürgerdialogs gelingen. Warum nun aber diese Petition? Als letzten Herbst erste Gerüchte über die Errichtung einer Asylunterkunft in Sporwitz aufkamen, bildete sich heftiger, teils zorniger Widerstand auf der Straße. Daraufhin führten Stadtbezirksbeiräte aus Leuben mehrere Bürgersprechstunden vor Ort durch. Der mit Abstand häufigste Punkt, den die Menschen dort ansprachen, war die Anwohnersicherheit. Dieses Thema wurde dann bei der Sitzung des Stadtbezirksbeirats Leuben November letzten Jahres besprochen. Dabei kamen auch Anwohner zu Wort. Es zeigte sich, dass zwar ein Sicherheitskonzept in Planung war, darin aber anscheinend nur Fragen des sicheren Betriebs der Einrichtung betrachtet werden sollten. Gemeint sind Verhinderung von Unfällen, Bränden und dergleichen. Um nun auch den wichtigen Aspekt der Anwohnersicherheit in den Fokus zu rücken, haben wir diese Petition gestartet. Sie wurde von 228 Bürgern unterstützt. Die Initiatoren sind sehr dankbar, dass das Anliegen nun im Stadtrat verhandelt wird. Für Sie eine Gelegenheit, den latenten Vorwurf zu entkräften, Empathie würde von Volksvertretern nur gegenüber Fremden gezeigt. Gefühle, Sorgen und Ängste lassen sich weder erzwingen noch verbieten. Das kennen wir schon aus den Bereichen Corona und Klima. Daher möchte ich Ihnen die folgenden in umfangreichen Bürgersprechstunden zutage getretenen Ansätze aus der Bürgerschaft ans Herz legen. Für Ihre Verhandlungen und insbesondere für das Finden eines Ergebnisses. Anwohner berichten, dass sie sich infolge einer veränderten Sicherheitslage genötigt sehen, längere Wege oder teurere Verkehrsmittel in Kauf zu nehmen. Schauen wir dem Volk aufs Maul. Junge Mütter sehen sich nicht gehalten, die Kinder weiterhin unbeaufsichtigt auf den Spielplatz zu lassen, wenn auf den Bänken neuerdings komisches Publikum sitzt. Das ist das O-Ton, ja, also ich biete ihm das mal hier so dar. Vereinzelt verbieten in Sorge geratene Väter ihren Töchtern das gewohnte Planschen im Gartenbassin, da jetzt gelegentlich neugierige Männer über die Hecke schauen. Kiesgruben und andere Orte werden vorsorglich von den Besitzern eingezäunt und liebgewonnene Pfade verschlossen. Letztlich fragen sich Anwohner mit wehmütigem Blick auf vergangene Tage, wohin wir gekommen sind. Dass man an
sich an Haltestellen nachts und in Bahnhöfen nicht mehr unbekümmert aufhalten kann, ohne bedroht, verletzt oder vor Fahrzeuge geschubst zu werden. Die Bürger tun dies in Anbetracht gewonnener Erfahrungen und medialer Berichterstattung. Ich bitte Sie, nehmen Sie das alles ernst, setzen Sie sich mit den Vorstellungen und den Interessenslagen der Bürgerschaft auseinander. Lassen Sie einen qualifizierten Bürgerdialog zu. Lassen Sie daraus Lösungen und Konzepte erstellen. Und lassen Sie nach dem Dialog die Verwaltung alle notwendigen Abwägungen vornehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, da kommen wir jetzt zum Ersetzungsantrag AfD. Herr Pinkert, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger. Grundsätzlich ist es so, warum redet der Petent zuerst? Weil eine Petition meistens keinen Beschlusstext hat, sondern von Bürgern irgendwas bei uns eingereicht wurde, egal welches Thema erstmal, was die Bürger stört. Und der Petent hat hier zum Großteil nur Worte wiedergegeben, wie sie in direkten Kontakt mit Bürgern, von Bürgern geäußert wurden. Also, wir haben einen Ersetzungsantrag jetzt für die Petition, damit wir einen Beschlusstext haben. Und hiermit wird der Oberbürgermeister beauftragt, ein Sicherheitskonzept für den Containerstandort in Dresden-Spurbitz unter Einbeziehung der Anwohner, des gemeindlichen Vollzugsdienstes, des Betreibers der Unterkunft und der Polizei zu erarbeiten. Insbesondere sollen hierbei Aspekte der Sicherheit und Befürchtungen der Anwohner vor unzumutbaren Änderungen ihres direkten Lebensumfeldes betrachtet werden. Eine stärkere Präsenz des gemeindlichen Vollzugsdienstes am Containerstandort Spurbitz zu veranlassen, um präventiv eventuell erforderliche Gefährderansprache an besonders sensiblen Orten wie in der Nähe von Spielplätzen oder Schulen durchzuführen. Und drittens, mit dem Freistaat Sachsen in Verbindung zu treten, um eine höhere Präsenz von Polizeikräften vor Ort zu erwirken, um so aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen dem gesteigerten Sicherheitsbedürfnis der Bürger nachzukommen. Sie sehen, es geht wirklich nur um die Petition, um die Bedenken der Bürger, dass die Bürger wirklich ihre Bürgerinteressen verteidigen und sagen, wir wollen ernst genommen werden. Ja. Den interessierten Bürgern wurde in einer Information, das ist nämlich die Grundlage, aufgrund einer Bürgeranfrage mitgeteilt, dass die Interessen der Anwohner bei der Errichtung und Betreibung keine Berücksichtigung finden und das Sicherheitskonzept lediglich den Betrieb des Standortes berücksichtigt. Die Anwohner haben jedoch berechtigte Interessen, da durch die Unterbringung massiv in die gewachsene Sozialstruktur eingegriffen wird. Da in der Unterkunft laut meines Wissens lediglich junge Männer untergebracht sind, treten hier automatisch weitere Faktoren hinzu, die Berücksichtigung finden müssen. Sie alle kennen noch aus ihrer Schul- und Studienzeit die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Diese beginnt bei Unterkunft und Essen und endet in Selbstverwirklichung, die einige hier auch schon betreiben im Stadtrat. Sie alle wissen, dass nach den Grundbedürfnissen Bedürfnisse erfüllt werden wollen, die Sie und ich nicht durch Festlegung hier im Stadtrat oder im Landtag oder im Bundestag erfüllen können. Was folgt, sind unzufriedene und eventuell frustrierte junge Männer. Die sind Aspekte, die auch in den Sozialraum hineinwirken. Die Polizei bestätigte auf Nachfragen, dass jetzt schon Personalknappheit herrscht und nicht proaktiv in diesem Bereich eingesetzt werden kann. Die Anwohner wünschen sich zumindest eine Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes mit Ihnen, den Anwohnern, der Stadt, den Betreibern und der Polizei. Auch sollte der gemeindliche Vollzugsdienst eine stärkere Präsenz in der Umgebung des Containerstandortes zeigen, um präventiv in den Sozialraum hineinzuwirken. Nichts ist schlechter als schlechte Nachrichten, das wissen Sie selber. Des Weiteren soll sich die Stadt mit dem Land in Verbindung setzen und um eine Aufstockung des Personals der Polizei fordern, da wir als Großstadt genauso wie viele weitere Großstädte den Großteil der sogenannten Flüchtlinge schultern müssen, mit allen Belastungen, die leider nicht nur finanziell sind. Bitte unterstützen Sie die Anwohnerinteressen. Dies ist die direkte Bürgerbeteiligung, wie sie von vielen, auch von Ihnen, immer wieder gefordert wird. Danke. Weiter Redner sehe ich Frau Mühle.
Bitte schön. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe demokratische StadträtInnen, das ist mir an dieser Stelle mal wieder wichtig. Ich wohne ja auch da in der Nähe von Spurwitz und möchte deswegen aus meiner Sicht noch was dazu sagen. Als erstes ist es mir wichtig festzustellen, viele könnten das schon wissen, die vielleicht bei einem Tag der offenen Tür in einer der geflüchteten Unterkünfte waren, dass dort natürlich 24/7 ein Sicherheitsdienst und auch der Betreiber der Einrichtung vor Ort ist und auch ansprechbar ist für alle Sorgen, Anliegen der AnwohnerInnen. Und dass die Polizei, auch das wurde in den Stadtbezirksversammlungen zu den mobilen Raumeinheiten berichtet, keine höhere Kriminalität im Umfeld oder in den Stadtteilen mit geflüchteten Unterkünften feststellen konnte. Wie gesagt, jeder hatte auch die Möglichkeit, auch das haben auch viele Menschen auch in Spurwitz gemacht, hinzugehen und sich das anzuschauen, mit den Menschen dort, mit dem Sicherheitsdienst, mit dem Betreiber zu sprechen. Und wenn Sie dort von den Menschen vor Ort sprechen, dann sind die, die ich kennengelernt habe, welche, die sich engagieren. Auch vielen Dank an den Stadtbezirksbeirat, der dort mit einer Förderung dafür gesorgt hat, dass die Beschäftigungsmöglichkeiten der Geflüchteten in der Einrichtung besser sind. Und wenn ich an frustrierte, unzufriedene Männer denke, dann denke ich vor allem an die AfD. Danke. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann steigen wir in die Abstimmung ein. Ich stelle zunächst den Ersetzungsantrag der AfD zur Abstimmung. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 16 Ja, 35 Nein, 11 Enthaltungen. Keine Mehrheit bekommen. Dann stelle ich hier die Beschlussempfehlung des federführenden Petitionsausschusses zur Abstimmung. Nur nochmal zur Information, wer zustimmt, lehnt ab. Dieser hat mit 35 Ja, 12 Nein und 12 Enthaltungen eine Mehrheit bekommen.